Wir sind hier im belgischen Tihange, im Hintergrund das Atomkraftwerk Tihange mit seinen drei Blöcken. Heute findet hier eine große grenzüberschreitende Demonstration statt mit mehreren tausend Teilnehmern. Wir wollen, dass auch die belgische Regierung, dass Belgien auch aus der Atomkraft aussteigt, dass diese drei Blöcke, die teilweise aus den 70er Jahren stammen, Schrottreaktoren, störanfällig, wie auch die alten deutschen Reaktoren, dass sie möglichst schnell stillgelegt werden. Auf jeden Fall aber, dass der schon mal beschlossene belgische Atomausstieg weitergeht. Dafür demonstrieren wir heute mehrere tausend Menschen. Ich freue mich, dass so eine große Anzahl von Menschen hierhin nach Tihange gekommen ist, aus Deutschland, aus Belgien, aus Frankreich, aus Luxemburg, die hier deutlich machen, dass Atomkraft nicht nur in Deutschland abgeschaltet werden muss, sondern in ganz Europa und auf der ganzen Welt.